Und jetzt kommen die Bar da hinten wieder ins Spiel und wir kommen zu unserem nächsten Game. Und das heisst Sportpantomime. Und ich tue das kurz schnell erklären. Und zwar, es gibt drei Sportarten, wo Nadja, Anna und Jan nachher müssen eben pantomimisch darstellen. Und jetzt muss ich noch die Hilfe von der Krigi, weil die hat die ganzen Sportarten hat sie immer noch Hut inne. Jetzt musst du mir noch kurz helfen, Krigi. Genau. Weil, das geht jetzt um Folgendes. Genau. Das ist der Zauberhut. Ich erkläre das schnell kurz. Da innen hat es, in dem Hut innen hat es verschiedene Sportarten. Und jetzt würde ich mal sagen, nehme ich mal ein Rode. Oder weißt du was, komm, wir überlassen das in der Nadja. Ich würde sagen. Also, ich erkläre euch das alles nachher nochmal. Wir müssen jetzt einfach mal gut zuschauen. Gut. Schön verstecken. Das ist schon gut. Okay, gut. Ja. Kannst du mir es geben. Wir wissen, was es ist. Vielen Dank. Also, ich komme schnell, komm schnell mit. So. Ihr habt mitbekommen, was es geht. Es ist Sportpantomime. Das Spiel geht folgendes. Und zwar, Nadja, du kannst dich sonst schon mal hinten dran bereit machen, um dir die Sportart eben zu präsentieren. Also, Sportpantomime, ohne Laut von sich geben oder weiss ich was, muss jetzt etwas pantomimisch darstellen. Es ist eine Disziplin, die es an Olympia gibt. Und ihr könnt vorne schreien. Der, der als erstes das Wort, das ich jetzt hier drin habe, sagt, die Sportart, der kommt der Punkt über. So weit, so gut. Also, ja, Kevin? Ist nur von der Winterolympiade oder sind auch ein Sommerolympiadenspiel dabei? Alles. Alles. Oh. Alles. Gut. Oh. Alles. Gut. Also, Nadja, du kannst anfangen. Karate! Karate. Judo! Ja, Karate, ja. Karate. Wir haben schon. Wir haben schon. Es ist Zara, Taekwondo. Yeah. Ja. Ja. Taekwondo. Ja. Gut. Sehr gut. Jetzt müssen wir wegen Jan müssen wir ein bisschen schauen, wegen dem Fuß, aber das bringen wir schon irgendwie hin. Ja. Kannst du das? Oder möchtest du es lieber im Manu oder im Georg geben? Geht es irgendwie? Sehr gut. Also, ich gehe wieder rüber, um zu hören. Du darfst dich hier parat machen. So. Also, ich tue dir. Ja, ihr seid schon parat. Ich würde mal sagen, kannst starten, Jan. Ja, schon wieder. Zara. Ich darf ihn übrigens auch mitmachen, also einfach so. Gut, Zara gibt hier recht Gas. Also, bevor wir jetzt weitermachen, Zara. Du musst uns schnell erklären, wie du jetzt auf Synchronschwimmen gekommen bist. Ja, es war etwas mit Schwimmen und er hat nicht schnell gemacht, nur um sich umzudrehen. Und dann allein? Weißt du, synchron ist so. Ja, aber er hat sich vor allem vorher so ein bisschen bewegt, wie er es machen soll. Dann denke ich, vielleicht ist er eher so etwas Künstlerisches oder so Bewegeres. Und dann, ja, keine Ahnung. Okay, gut. Keine Ahnung. Also, es ist entscheidend. Ihr wisst, es wird noch mal gut sein. Wir haben noch die Anna. Und ich würde sagen, wie? Ja, du kannst loslegen. Reiten! Trampolin! Ja, Gülscha, Trampolin stimmt, ja. Wir haben das Körper von Gülscha. So ist es. Ein glatter Hattrick. Wunderbar. Also, habe ich das richtig gesehen? Es sind in dem Fall alle Punkte das Team Gülscha gegangen, oder? Es sind drei Punkte das Team Gülscha. Also, da haben wir jetzt 7. Und das Team von der Sarah, dem Ugi und der Tama haben leider immer noch 2 Punkte. Also, jetzt ist es folgendermaßen. Man kann noch ausgleichen. Das Voting, ihr daheim, ihr könnt jetzt voten, wenn ihr jetzt denkt, so, mal, eigentlich hat Sarah, der Ugi und Tama wirklich verdient. Geht auf choice.ch und gebt fürs Team, ich wollte nicht irgendwie Werbung machen oder so, gebt dort eure Stimme ab für die beiden Teams und wird und bleibt spannend. Also die finale Show, ich tue schnell kurz auf die Uhr spicken, die ist gut 10 Minuten. Also die finale Show, die finale Schluss, Bucke und so weiter. Und wir haben noch etwas Grossartiges weiteres für euch.
parat. Und zwar, die Moderatoren haben ja in diesen Beiträgen immer extrem gut ausgesehen, wie sie da so ein bisschen verkürfelt sind und so. Es hat natürlich auch Outtakes gegeben. Also, ich weiss nicht, manchmal, dass der Kevin auf die Fresse geflogen ist oder Tama irgendwie den Grind im Schnee hatte. Aber es ist sehr, sehr lustig. Das haben wir für euch parat. Jetzt gibt es einen kleinen Unterbruch. Wir gehen in die Werbung. Bis gerade.